Hallo und herzlich willkommen in dem heutigen Video. Heute machen wir wieder mal eine Kundenstimme und ich befinde mich im Gespräch. Mein Name ist Shelia Stevens, wer mich gar nicht vorgestellt zu Beginn. Ich befinde mich im Gespräch heute mit Sylvia Kittil. Hallo Sylvia. Sylvia ist. Hallo. Hallo. Sylvia ist oder war, wir haben eigentlich unser Paket abgeschlossen. Wir machen das Interview am Ende des Coaching, der Coaching-Zusammenarbeit. Und Sylvia, wir wollen einfach miteinander reden und über die Erfahrung, die du gehabt hast im Coaching mit mir sprechen. Ich finde diese Videos immer wahnsinnig wichtig für andere, die über eine mögliche Zusammenarbeit nachdenken. Es gibt ihnen einen Anker, einen Anhaltspunkt zu schauen, hey, was haben andere erlebt, erreicht und so weiter. Und würdest du dich einfach mal vorstellen und uns sagen, wer du bist, wo du lebst und was deine Arbeit ist, mit wem arbeitest du und was tust du? Hallo Shelia, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich schon sehr, sehr gefreut auf unser Gespräch, eben weil wir schon doch schon ein bisschen unsere Zusammenarbeit, schon jetzt eine Weile her. Was mache ich? Ich bin Sylvia Kittil, ich bin Business Coach und arbeite mit Solopreneuren und Unternehmerinnen von kleinen Unternehmen zusammen und erarbeite mit ihnen die richtige Strategie, damit sie sich gut am Markt positionieren können, ausreichend Kunden finden und ja, letztendlich ihren Umsatz natürlich steigern können. Ja, absolut. Genau. Und wo sitzt du? Wo lebst du? Man hört es eh schon. Man hört es wahrscheinlich schon. Ich lebe in Wien. Ja. Eigentlich immer in Wien und arbeite hier, lebe hier, habe in meinem Haus mein eigenes Homeoffice, das sich jetzt vergrößert hat in den letzten paar Wochen und ich bin ganz happy darüber, weil ich jetzt nämlich auch meine Kunden, die ich offline, weil ich on- und offline arbeite, wirklich hier empfangen kann und das ist ein ganz, ganz ein tolles Gefühl. Ja, das größere Büro. Wir haben einen Feiertanz gemacht zu dem. Genau. Sehr cool. Ja. Also was die meisten immer interessiert, ist die erste Frage, nämlich warum bist du überhaupt ins Coaching gekommen? Also was war die Ausgangssituation, wo du gedacht hast, ja doch, es könnte Sinn machen, wirklich nicht nur den Weg alleine zu gehen, sondern eine Begleitung in Anspruch zu nehmen. Vielleicht könntest du ein bisschen erzählen über deine Ausgangssituation, die dich dahin geführt hat zu dieser Entscheidung für ein Coaching. Die Ausgangssituation ist eigentlich, ich habe vor ungefähr 2, 2,5 Jahren mit diesem Business begonnen und zwar wirklich von null. Also ich hatte keine Kontakte, kein Netzwerk, ich hatte auch das Wissen nicht, wie man das online macht. Es war für mich auch gar nicht am Anfang so klar, dass ich es wirklich online machen möchte. Ich bin aber dann da reingewachsen und habe gesehen, genau das ist es, das möchte ich machen, weil es einfach, es liegt mir auch und auch ich nutze es sehr, sehr gerne. Ich hatte auch schon ein anderes Coaching, auch online und habe gesehen, nee, das funktioniert gut. Und bin dann eben auf der Suche weiter gewesen, mit wem könnte ich noch zusammenarbeiten und so bin ich dann auf dich gekommen. Also meine Ausgangssituation, ich glaube, über die ganzen 6 Monate, die wir zusammengearbeitet haben, war immer ein Thema ganz, ganz wichtig für mich, die Positionierung. Also ja! Hinterkopf, ich brauche die richtige Positionierung und ich muss das für mich auch selbst wissen, weil je klarer ich werde, umso klarer geht es natürlich auch für die Kunden raus. Und das war, kaum hatte ich sie, war sie auch schon wieder weg und wieder neu. Und also das war, ich glaube, das war wirklich auch der Ausgangspunkt, wo ich sagte, ich brauche da jemanden, mit dem ich gezielt an meiner Positionierung arbeiten kann und dieses Business gut da aufbauen kann. Ja, also diesen, ja, alles, was halt da dazugehört und auch da einen Sparringpartner zu haben, mit dem ich mich austauschen kann, den ich Fragen stellen kann, mit dem ich auch irgendwie so mein Leid dann teilen kann, wenn es nicht so gut läuft. Und ja, das waren eigentlich das waren die Anfänge. Ja, ich glaube, viele, die gerade zuhören, können sich da wahnsinnig damit identifizieren. Ich meine, ich habe meine eigene Position jahrelang gesucht, also 6 Monate ist kein Zeitrahmen, sagen wir mal. Ich fürchte auch, es ist noch ein bisschen ein Weg, aber es wird immer klarer. Ja, also je länger man den Weg geht, umso klarer wird es. Ja, es verändert sich auch, also auch nach dem Zeitpunkt, wo man denkt, ja, jetzt ist es und dann wird es immer weiter verfeinert, gell? Das ist so. Ja, also viele können das, glaube ich, gut verstehen. Was,
Was waren deine Erwartungen, wie du reingekommen bist? Warum ich deswegen gerade bei dir frage ist, normalerweise, wenn jemand, und fast 90% aller meiner Kunden kommen mit diesen Positionierungsfragen, wirklich, die überwiegende Mehrheit. Also, und wir arbeiten da an einem strukturierten Weg, ja, so das als erstes, das als nächstes und irgendwann mal auf dem Weg entsteht es. Bei dir habe ich das Gefühl gehabt, wir sind einen ganz anderen Weg gegangen und vielleicht kannst du darüber reden, Was hast du erwartet, wie du an deine Positionierung kommen wirst über das Coaching, was tatsächlich geschehen ist, weil das vielleicht interessant ist für andere? Gute Frage. Welche Erwartungen hatte ich? Mhm. Ich glaube, also meine Erwartung war einfach, ich will die Positionierung haben, ich will das haben. Egal, aber ich will sie haben. Yeah. Ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, wie du mit anderen arbeitest, aber es stimmt, wir haben jetzt nicht so, wir sind sehr gesprungen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass gerade das Thema, was bei mir auch aktuell war, mit dem haben wir uns dann beschäftigt. Also diesen, ja. Und letztendlich hat es ein wunderbares, schönes Ganzes ergeben, mhm. aber vielleicht nicht so die Schritte, die du vielleicht normalerweise machst, sondern eher so hin und her gesprungen, was gerade... Ja. War, weil ich, vielleicht auch, weil ich schon so tief drinnen war auch. Also das, ja. Ich war schon so viel in Arbeit und habe schon sehr viel auch selbst erarbeitet. Und da haben dann immer so irgendwie so Puzzleteile gefehlt. Und diese einzelnen Puzzleteile, die konnte ich mit dir dann wunderbar bearbeiten. Ja, ja, eben. Ich fange immer zu Beginn der Arbeit und ich sage, so, willst du mein System durchgehen? Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Strukturiert nach vorne oder willst du einfach mal frei dem Prozess vertrauen? Ich kann mich erinnern am Anfang, wie du hast gesagt, du lass uns frei dem Prozess vertrauen. Und das war so schön auch, weil ich weiß noch ganz am Ende, wir waren fast am Ende der 6 Monate und du hattest immer noch nicht so dein Ding. Und dann hatten wir so einen entscheidenden vorletztes Coaching. Kannst du dich erinnern? Wo wir, ja, siehst du, ich habe ein Elefantengedächtnis und die Idee war einfach so, ja, dann lass los von diesem unbedingt haben wollen. Das stimmt. Du hast einen wunderbaren Satz gesagt. Ich hab gesagt, ich glaube, es ist in mir. Ich spüre, dass es in mir ist. Ja. Du hast gesagt, aber vielleicht ist es nicht in dir. Vielleicht schwebt es noch irgendwo da draußen herum. Und dann mit dem bin ich dann, ich mich dann beschäftigt und habe mir gedacht, ja, vielleicht... Es ist wirklich noch da irgendwie da draußen und habe es losgelassen. Ja. Und ich glaube, 2 Tage danach. Exakt. War es dann doch wieder da und im Prinzip dann doch das, was ich seit Monaten in mir getragen habe, aber ich habe es dann losgelassen und das ging. Ja, genau. Und das habe ich auch wahnsinnig geschätzt an deinen Coachings, weil du so flexibel warst. Also du warst so. Wenn ich irgendwie eine Struktur und wirklich eine Strategie, einen Plan brauchte, dann hattest du Struktur, Strategie, Plan. Und wenn das nicht der Fall war, dann haben wir auch einfach geplaudert und da ist so wahnsinnig viel entstanden. Also wirklich auch dieses individuell, was ich gerade gebraucht habe, mit dem konnte ich zu dir kommen und das war wirklich sehr, sehr angenehm für mich. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil viele sagen mir auch, dass die vielleicht in anderen Coachings das Gefühl hatten, bei anderen, dass sie eine Sache aufgezwängt werden und dass gar nicht Platz oder Raum für ihr Ding gerade was ansteht, gell? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gehen wir einen Schritt zurück davor, bevor die Coaching-Zusammenarbeit überhaupt begann. Du hast gesagt, du warst auf der Suche. Wie bist du denn überhaupt zu mir gekommen und was war dein Entscheidungsweg? Also wie hast du das entschieden? Wie bin ich auf dich? Ich glaube, dass ich das erste Mal bei dieser Video-Challenge wirklich bewusst wahrgenommen habe, aber da auch nicht so. Mhm. Ich weiß, dass ich öfters immer auf deiner Seite war und dann wieder weg war und auf deiner Seite war und wieder weg war. Mit irgendjemandem habe ich dann gesprochen, der gesagt, ich weiß nicht einmal mehr, wer das wirklich gewesen ist, der gesagt hat, der mit dir zusammengearbeitet hat. Da habe ich mir gedacht, okay, dann passt. Ich melde mich. Ich melde mich jetzt mal, genau. Ja. Ja. Aber es ist ein längerer Prozess. Also der passiert so unterbewusst, man kriegt irgendwie eine Person mit,
Und man verfolgt sie eine Weile. Ich war sicherlich auf deinem Newsletter, beobachtet das irgendwie und passt es und passt es nicht. Und irgendwann einmal, wo man glaubt, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann schlägt man dann einfach zu. Ja, das ist so. Es ist so lustig auch, gell? Weil jeder hat die Erwartung, wenn ich mein Marketing mache und ich sage genau das richtige Ding, dann wird jemand mit mir arbeiten wollen. Und tatsächlich ist es häufiger ein, was sagt man da, 5 bis 12 Kontakte ist ja, die Regel, bis man dann tatsächlich sagt, okay, könnte das Richtige sein, ich melde mich dafür ein Gespräch an. Ja, absolut. Okay. Gut, also lass uns darüber reden, was hast du außer deiner Positionierung für dich erlebt oder als Ergebnis erreicht in den 6 Monaten, wo du sagst, doch, das war etwas, was ich gerne nennen würde als Erfolg auf dem Weg? Also definitiv die Positionierung, definitiv Marketingstrategie, das war ja auch immer so mein das Gefühl, ich habe da kann ich gar nichts. Ja. Immer die Angst gemacht, du hast eh schon so viel Wissen und dachte, hey, cool. Also da ganz sicherlich auch wirklich Tools an die Hand zu bekommen und sagen, okay, das kann ich in meinem Marketing nutzen, so kann ich mir es aufbauen, da habe ich eine Strategie. Ich glaube, der wesentlichste Punkt ist wahrscheinlich irgendwie so ein Vorbild auch für mich selbst in meiner Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen zu bekommen, zu sagen, die Art, wie du arbeitest, ist einfach sehr, sehr individuell, sehr, sehr speziell, sehr persönlich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ich mir am meisten mitnehme. Ja, so möchte ich auch mit meinen Kunden und Kundinnen arbeiten, den individuellen Weg gehen. Also ich glaube, das habe ich, ist wahrscheinlich das Stärkste, was ich von dir mitgenommen habe, ist auf den, das Vis-à-vis eingehen. Und du brauchst diese fertige Strategie überhaupt nicht in deinem Kopf haben, sondern schau, was kommt und es wird das Richtige einfach auch auftauchen. Ja. Diese in Anführungszeichen Gelassenheit auch irgendwie, auch dieses sich darauf einlassen. Ja, das ist ja witzig auch, weil ich war ja diese 3 Jahre bei Fabian Fredrickson im Programm und ich habe natürlich ganz viele Strategien auf den Weg bekommen, aber ich kann es so gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe auch wirklich auch wie die Art, wie sie aufgetreten ist, wie sie mit uns in den Seminaren gesprochen hat, wie sie in den Gruppencalls aufgetaucht ist. Das war wirklich für mich dieses Modeling, weil ich bin ein Mensch, ich lerne viel, viel mehr, wenn ich etwas spüre, erlebe, sehe. Und ich kann mich damit identifizieren, das passt und das gibt mir eine unheimliche Sicherheit, dass ich sage, man kann so mit Menschen umgehen. Ja. Das heißt, das, was du eigentlich mitgenommen hast, ist wahrscheinlich ein Domino-Effekt aus das, was ich von ihr bekommen habe. Und das kann sein, ja. Ja, das ist eine riesige, das ist eine Freude, weil ich kann mir genauso vorstellen, dass es bei dir weitergeht, dass du diese Gelassenheit genauso auf deinen Kunden ausstrahlst. Ich glaube, das ist auch wirklich mittlerweile, also das merke ich wirklich auch in meinen Coachings jetzt schon, in meinen Kundengesprächen, dass sich das verändert hat, weil ich früher immer so ich brauche diesen Plan und ich brauche diese Strategie und ich muss das genau alles wissen. Und wenn ich mich auf den Prozess einlasse, im Prinzip jetzt wirklich dieses Coaching einfach mache, auch was ich gelernt habe, aber wenn man dann halt wirklich anfängt zu arbeiten, denkt man, die Tools reichen nicht und man braucht noch viel mehr. Strategie ist natürlich wichtig und natürlich ist wichtig, die Technik und die Tools an die Hand zu haben, aber das ist wahrscheinlich nur ein geringerer Prozentsatz. Absolut, weil die eigentliche Stärke ist in dem Sein, in dem Auftauchen, gell? Und zusammen irgendwie. Ja, und damit gibt man aber dem vis-à-vis so viel Sicherheit und so viel, hey, so wie du bist, passt das super. Ja. Ist einen Weg. Also das ist wahnsinnig viel Vertrauen, dass man den anderen damit mitgibt und einfach eine Sicherheit. Er sagt, hey, ja, ich weiß vielleicht diese Technik noch nicht oder dieses Tool, aber den Weg, den ich gehe, der ist schon einmal super. Ja. Ja. Das kriegt man natürlich. Kann man viel besser mitgehen, wenn man sich auf die andere Person wirklich einlässt und ihr zuhört. Ja. Sieht man, wo es gerade hakt.
Absolut, absolut. Das ist so wichtig. Ja, und das gefällt mir so gut. Ja, ich könnte stundenlang darüber reden. Und wir werden darüber stundenlang reden, denn Siri und ich, wir haben uns auf einer Beziehungsebene von Coach und Coachee jetzt auf eine Kollegenebene bewegt. Wir werden demnächst in den USA nächstes Jahr eine Coaching-Ausbildung zusammen machen, worauf wir uns irrsinnig freuen. Ja. Und wir werden etliche tiefe Gespräche in der Nacht wahrscheinlich am Venice Speech mit einem Glas Wein diskutieren, oder? Ich glaube, ich bin davon überzeugt. Ich bin es auch. Silvia, das sind einige Menschen da draußen, die überlegen, ob eine mögliche Arbeit mit mir Sinn machen könnte und kurz davor auf diesen Kennenlern-Gesprächsknopf, also Kaffeepause zu drücken. Was würdest du den Menschen da draußen raten, wenn sie noch hadern oder unsicher sind? Was könntest du denen als Tipp auf den Weg geben? Also als Tipp würde ich denen einfach jetzt auf den Weg geben, Knopf drücken und Termin ausmachen. Sehr pragmatisch. Ja, was kann ich Ihnen mitgeben? Also ich habe in dir jemanden getroffen, der erstens mal wahnsinniges Know-how hat, wirklich viel Erfahrung, was Business betrifft, was Marketing, was Positionierung, also da Wahnsinn. Viel da ist und zu jedem Thema, mit dem ich aufgetaucht bin, hast du eine Geschichte gewusst, hast du ein Chart gezeichnet, hast du irgendein Tool oder Technik zur Hand gehabt. Also Wahnsinn, was da für ein Know-how ist. Und eben, was ich vorher schon gesagt habe, dieses wie du auf dein Gegenüber eingehst und wirklich zuhörst und es dir wichtig ist, dass du mit der Person diesen Weg gehst und dieses Gemeinsame und wie du dich freust jedes Mal, wenn es irgendwo etwas gelungen ist und man dann seinen eigenen Erfolg hat, das ist einfach schön. Also es ist einfach so diese, da ist jemand da und ich habe mich so oft auf diese Coaching schon so gefreut und gedacht, das muss ich dir erzählen oder da hakt jetzt gerade, das muss ich mit dir besprechen. Also das ist für mich eine unglaubliche Sicherheit gewesen, weil ich wusste, da ist jemand, mit dem ich gut reden kann und der mir auch ein ehrliches Feedback gibt. Ja, also der auch ehrlich sagt, Silvia, du kannst den Weg gehen. Ich würde es anders machen, aber wenn das für dich der richtige Weg ist, dann geh den. Und das ist auch okay. Und das ist einfach, also für mich war es ja genau das Richtige. Und auf den Knopf drücken. Und auf den Knopf drücken, genau. Ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Erfahrungsbericht. Ich finde diese Gespräche, die machen mir nicht nur Spaß, ich finde die wirklich für andere wertvoll. Und ich höre immer wieder, dass die Leute die Videos anschauen, bevor sie den Knopf drücken. Alles klar, dann herzlichen Dank. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mentoring-Call. Warst du am 23. dabei? Nein, ich war nicht dabei. Ich erzähle dir gleich nachher, was da gelaufen ist. Okay. Sehr gut. Also, alles zusammen. Danke. Ja. Tschüss. Silvia, danke vielmals für deine Unterstützung. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Tschüss, Silvia. Ciao. Ciao.